Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 Ab ins Schneeparadies Generations-Gameplay und das ist einfach die sechste Staffel. Ich brech zusammen. Das letzte Mal hatten wir ja ein kleines, großes Umstyling, beziehungsweise haben wir direkt drei Sims umgestylt. Kian, Kalia und Anja so ein bisschen, aber ich glaube Anja am wenigsten. Und das Umstyling ist ziemlich gut angekommen. Es wurde gesagt, dass Kalia das Seniorin sein super gut steht und das freut mich richtig riesig. Ich finde das richtig gut. Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass sie sagt, oh nee, das passt so gar nicht zu ihr. Also nicht das Altsein, sondern jetzt die Frisur, die ich ihr gegeben habe. Aber ich finde, das ist immer noch unsere Kalia und sieht nicht aus wie ein komplett anderer Sim. Und das war mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und was ist bei Kian bei euch bitte abgegangen? Ihr findet Kian so cool und das finde ich so großartig. Ich finde es richtig toll, dass ihr Kian so toll findet. Also ich freue mich, weil ihr euch freut. Das ist auch voll logisch und so. Ach ja, und für die, die mein Video gestern, das von Emma, nicht geguckt haben, ich habe meine Facecam jetzt gespiegelt. Das heißt, ihr seht mich jetzt so, wie ihr mich sehen würdet, wenn ihr mir gegenübersteht und nicht mir spiegelverkehrt. Weil ich habe das ganz am Anfang für mich so gemacht, weil es für mich immer super seltsam ist, mich spiegelverkehrt hier in den Aufnahmen zu sehen. Und dass, wenn ich die Hand hebe, hebe ich die andere Hand. Also das ist super strange. Filmt euch mal selber und dreht das. Macht das spiegelverkehrt für euch selber. Und das ist ein super komisches Gefühl, das sag ich euch. Aber ich möchte halt auch, dass ihr so Sachen hier auch lesen könnt. Good vibes only. Und ich finde das voll schön. Und damit ich halt auch mit Buchstaben so meinen Hintergrund so ein bisschen dekorieren kann, habe ich es jetzt gespiegelt. Und ich glaube, wir müssen da uns alle erstmal dran gewöhnen. Deswegen habe ich die Haare auch ein bisschen hochgebunden. Das habe ich im letzten Video schon gesagt. Damit ihr jetzt nicht sofort den Kulturschock bekommt. Und ich habe ja meine Haare normalerweise hier, so dieser Seitenscheitel. Und jetzt wäre es halt komplett andersrum. Und das irritiert im Livestream zum Beispiel ziemlich viele. Und deswegen dachte ich, ich spreche das mal eben an. Wir sind heute jetzt wieder in Glimmerbrook, auch diesmal mit eckiger Facecam. Ich habe ja letzte Woche mal getestet, mit einer runden Facecam das zu machen. Ich bin gerade einfach sehr viel am Experimentieren und gucke, was gefällt mir ganz gut, was gefällt mir nicht so gut. Einfach mal ein bisschen neue Sachen ausprobieren, aber die runde Facecam ist recht relativ durchgefallen bei euch. Viele haben sich die eckige Facecam wieder zurückgewünscht und tada, da ist sie. Und tada, da ist Keanu und Kian. Wenn ich jetzt so mache, ist es die falsche Seite, ne? So. Da sind Kian und Kian. Kian ist nämlich schon sehr, sehr aufgeregt, denn Kian ist ja jetzt ein Teenager und ist dementsprechend auch in der Lage zu zaubern. Deswegen hat er Kian... Oh, Schmetterlinge! Ich bin leicht ablenkbar. Hat er Kian mit zum magischen Tor genommen, weil er ihn jetzt so in die Magierwelt einführen möchte. Wir gehen quasi in die Winkelgasse und er wird Kian einfach so alles zeigen und so und den ersten Zauberunterricht geben, weil Kianos Ziel ist es natürlich, er möchte eine starke Abstammung haben, also dass seine Kinder und Kindeskinder und so alle richtig starke Magier werden, eine starke Blutlinie, und Kianos Ziel ist es irgendwann, diese alte Blutlinie zu haben. Kian hat ja jetzt die schwache Blutlinie, danach kommt die starke Blutlinie und danach die alte Blutlinie, glaube ich. Irgendwie so, und das möchte Kian unbedingt haben. Deswegen hat er quasi auch die Ansprüche, dass Kian jetzt ein mächtiger Zauberer wird, einen Sohn zeugt. Ja, Keanu ist da sehr altmodisch und so weiter. Das heißt, wenn Keanu mache ich das Herz brechen will, dann sagt er einfach, dass er keine Kinder bekommt. Aber ja, an der Stelle sind wir noch gar nicht. Wie heißt jetzt das Reich der Magie? Los geht's. Und rein da. Portal betreten. Ja, logisch. Oh mein Gott, ich freue mich voll. Oh, 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 okay. Das wird nix. Plaudern. Ja, plaudert mal miteinander. Ich finde das großartig. Hier, Kian. Das war nix. Das war nix. Also, Keanu war ja auch schon häufiger mal hier. Wir müssen auch unbedingt das Ding hier mal umbauen. Kian wird nach Folianten suchen und Keanu wird das genauso machen. Keanu hat Folianten sein Leben lang schon immer so ein bisschen gesammelt und wenn er die gelernt und ausgelesen hat, hat er immer die zurückgepackt für Kian, wenn er später das Alter hat, dass er das quasi an Kian weitergeben kann. Und Kian hat jetzt einfach das Alter und kann jetzt Magie lernen, Magie studieren, wie auch immer man das nennt, hier Talentpunkte. Zauberbuch öffnen.
Zauberbuch von Kian Reilly. Ich bin so froh, dass Keanu das an seinen Sohn weitergegeben hat. Nika hat es ja leider nicht gekriegt, das magische Gen, aber Kian hat es und ich glaube, das bringt die beiden auch näher zusammen. Ich habe auch schon gesehen, dass die beiden ein Gefühl miteinander haben. Beziehungsweise Kian gegenüber Keanu. Einmal größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Das kriegen die ja irgendwie am laufenden Band und ist absolut nicht schwer zu kriegen. Aber hier dieses schwer beeindruckt ist neu, das kannte ich noch nicht. Schwer beeindruckt, Verehrung. Keanu weiß, was er tut und Kian ist voller Respekt. Das heißt, Kian möchte seinem Vater natürlich gefallen. Möchte, dass Keanu stolz auf ihn ist und ihn als vollwertigen Magier dann auch akzeptiert und so. Und möchte sein wie sein Daddy. Oh. Könnt ihr das nochmal synchron machen? Das hat gerade super zu dem gepasst, was ich gesagt habe. Okay, das ist jetzt nicht mehr so ganz synchron. Oh, hallo Hübschi. Wie Kian auch zu seinem Vater. Guckst du, mache ich das richtig? Ist das süß. Wollte ich hier runtergehen? Hierhin gehen. Ich hätte ja auch mal... Was wolltest du denn machen? Ich habe dein Herz gesehen. Oh mein Gott. Wahrscheinlich bezaubernd vorstellen oder so. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Provozieren. Nein, das machst du nicht. Nein, über Logikrätsel reden. Kian, du bleibst hier. Und ich hätte jetzt gerne, dass Keanu ihn unterrichtet. Zauberunterricht anbieten. Ich liebe das. Oh ja. Ja, Logik brauchst du jetzt nicht mehr, ist egal. Braucht etwas Neues, wegen Bedürfnis nach Veränderung im Leben. Du brauchst eine Veränderung im Leben. Oh, jetzt bringt Keanu Kian alles bei, was er weiß. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, sobald er Teenager ist, dass Keanu dann seinen Sohn wirklich alles beibringt, was er kann, damit er wirklich ein mächtiger Magier wird. Und oh, Keanu! Ich finde das so großartig. Oh, nee, so nicht. Lass das mal. So geht das. Oh, Keanu, ich finde das super. Also ich kann hier jetzt auch schon mal so ein bisschen Foreshadowing betreiben. Ich plane ja auch ein neues Let's Play. Ich meine, zwei. Also das erste habe ich ja jetzt schon auf Instagram angeteasert. Es wird ja eine Disney Legacy Challenge hier auf meinem Kanal auch geben. Die wird dann wahrscheinlich ab Ende Februar, Anfang März hier anfangen auf dem Kanal. Und keine Sorge, die Rileys bleiben euch erhalten, Emma bleibt auch erhalten. Aber ich möchte noch ein zweites Let's Play anfangen, wenn Emma fertig ist. Weil das mit Emma dauert ja jetzt auch nicht mehr so lange, die Runaway Teen Challenge. Weil sie hat ihr Leben hier schon so weit auf Reihe, aber ich möchte natürlich auch noch da ein bisschen was machen. Ich habe bei Emma auch noch ein paar Ziele. Aber ich möchte danach ein neues Let's Play starten. Und zwar mit Kian. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, was für eine Challenge. Also ich schwanke zwischen zwei. Dass Kian auf jeden Fall auch so seine eigene Story bekommt, dass wir das Generations-Gameplay hier auch ein bisschen entlasten. Und das ist halt so die Gedanken, die ich mir dazu mache. Ich kann auch schon mal sagen, was für Challenges ich im Kopf habe. Also entweder die Thief-Challenge, die würde natürlich super zu Kian passen. Oder wenn wir das so ein bisschen krasser und ihn noch böser machen wollen, eventuell die Black Widow Challenge. Das finde ich nämlich auch sehr cool. Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr präferieren würdet. Vielleicht mache ich irgendwie nochmal eine Umfrage auf Instagram oder so. Noch ist es ja auch noch nicht aktuell. Kian darf erstmal noch ein bisschen älter werden. Und wie gesagt, mit Emma habe ich auch noch ein bisschen was vor. Also das Emma geht noch ein paar Wochen, keine Sorge. Ihr müsst nicht so schnell auf Emma verzichten. Und Kian altert ja auch erstmal nicht. Also er hat jetzt noch 39 Tage als Teenager und ich habe die Alterung jetzt umgestellt, weil die Sims ja doch sehr schnell jetzt gealtert sind. Keanu hat jetzt zum Beispiel noch 33 Tage, bis er zum Senior wird und er spielt Fußball großartig. Ich werde ihn vorzeitig altern lassen, weil 33 Tage finde ich jetzt ein bisschen hart. Aber dass wir auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeit haben für unsere Sims und sie uns nicht wegaltern. Kian, du darfst gerne wieder nach Hause kommen, weil ich hatte nicht vor, dass du jetzt zur Schule gehst, weil Keanu legt tatsächlich gar nicht mehr so viel Wert auf die Schule. Jetzt kommt er nicht nach Hause, das ist doch nicht zu fassen. Ach, jetzt ist er hier, aber er wird noch als in der Schule angezeigt, das ist ja verrückt. Okay, jetzt bin ich nämlich extra nach Hause gereist, um Kian wieder abzuholen, denn ich wollte mit ihm wieder
ins Reich der Magie. So, jetzt nochmal das Ganze. Jetzt sind wir endlich wieder da. Kriegt ihr das besser hin mit dem Besen? Ja, hervorragend. So, jetzt muss ich mich erstmal hier wieder orientieren, weil die Staffel, nee, die Gärten wollen wir nicht besuchen, weil die Reich der Magie-Staffel ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Von daher muss ich erstmal gucken, Duellgelände besuchen. Das finde ich auch sehr cool, aber ich glaube, wir gehen erstmal zur Zauberallee, weil wir noch ein paar Sachen kaufen wollen, würde ich sagen. Oder? Oh, hi. Das war auch eine Süße. Komm. Wir gehen jetzt zur Zauberallee. Keanu, kommst du auch? Du musst schließlich bezahlen. Ich kann Kian nicht folgen. Wenn ich ihn anklicke, passiert nichts. Okay, jetzt muss ich Kian suchen. Nee, das sind die Gärten. Oh mein Gott, ich find's nicht. Hier! Okay, hier bist du jetzt irgendwo. Oh Gott, Kian, wo bist du? So, wir werden hier jetzt ganz viel Kramszeug kaufen. Da bist du. Es ist so schön, dass der jetzt auch hier ist. Keanu benutzt keinen Zauberstab, er zaubert nur mit den Händen, deswegen würde ich sagen, Kian bekommt auch keinen Zauberstab. Amont hatte tatsächlich einen Zauberstab, also der Opa von Kian. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass Keanu wahrscheinlich nicht so dafür ist, dass es einen Hund oder eine Katze oder so gibt. Aber ich glaube, das wäre super cool für Kian, weil dann hätte er so einen tierischen Begleiter, weil das Pack ist ja mit eingebunden in Reich der Magie. Und dann müssen wir hier nicht so einen Begleiterorb des Raben oder sowas nehmen, sondern können unser Haustier, also unser Hund oder unsere Katze, dafür nehmen. Das wäre auch cool. Aber dann könnten wir zum Beispiel nicht mehr in ein Wohnheim ziehen, wenn wir irgendwie mit Kia nochmal irgendwie ausziehen wollen. Oh. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Raben mit. Und wir nehmen jetzt mal alle Folianten mit, die wir hier zu fassen kriegen. So, das kaufen wir auf jeden Fall schon mal. Was machst du eigentlich? Du flirtest hier mal wieder. Na, das war mir klar. Mit Zaubern vorstellen. Huch! Ja, wir kaufen ein Feueropal und ein Smaragd und Türkis und Zitrin. Joa. So, die Besen sind jetzt nicht so der Hit. Apfel, das kaufen wir? Ich habe keine Ahnung. Kartoffel? Küssen da Gorami. Das sieht ja voll niedlich aus. Was wir hier alles haben? Vorteilhafte Klärung, das brauchen wir. Jo, ich denke, wir sind so ganz fertig. Okay, Keanu hat Hunger. Schade. Oh nö, jetzt muss ich ja erstmal hier wieder hin. Ah, Kian, warum bist du zur Schule gegangen? Dass ich mich darüber mal beschwere, dass ein Simkind von mir in die Schule geht, ne? So, meine Freunde, wir sind jetzt hier auf dem Duellgrundstück. Ich glaube, hier auf dem Grundstück hat Keanu sogar seine Narbe gekriegt, damals, als er sich mit den Weisen angelegt hat. Das... Ja, er fragt mal, was es in der Schule zum Mittagessen gab, weil er ja voll bei der Schule war und so und von Herzen kommt das Kompliment machen. Und dann wirst du ihm gerne lauter Gemüse und Obst in der Schule. Wow, sehr gesund, das freut mich. Nika! Nika, wir können gerade nicht, wir haben hier keinen Empfang. Magie und Zauberunterricht anbieten und zum magischen Duell auf Duellgelände herausfordern. Das finde ich auch cool, aber ich glaube... Das wird noch nichts. Kian muss erstmal üben und er braucht erstmal so eine Einweisung, was so generell möglich ist mit der Magie, weil er ist ja noch komplett neu. Und er möchte nicht, dass Kian sich wehtut, so wie er sich wehgetan hat hier mit seiner Narbe. Und ja, deswegen führt er ihn so langsam daran. Oh Gott, ich liebe das. So, ich kann mir das so gut vorstellen, einfach Keanu als alleinerziehender Vater eines Sohnes, jetzt auch im Teenageralter geschieden. Also das ist total doof gesagt, aber ich finde, das steht ihm. Wir können ja mal ein Freundschaftsduell machen. So, er kriegt bestimmt einen auf die Nase. Magisches Duell, das wäre zu gefährlich, aber... Ach, du bist ein Newcomer! Du bist ein Newcomer. Das ist ja verrückt. Oh mein Gott, es geht los. Es geht los. Okay, Kian, gib alles. Keanu, sei nicht so hart zu ihm, okay? Das sieht nicht so freundschaftlich aus. Oh, Leute. Leute. Kian ist schon voll gut. Oder Keanu ist einfach nur sehr schlecht. Oh mein Gott. Ruhig, Tiger! Dein Vater ist nicht mehr der Jüngste!
Ja, ich dachte mir, dass das so endet. Wie er sich auch noch feiert! Alter, Keanu. Und beide müssen pinkeln, ja. Wie der Vater, so oder so. Yipsi. Aber ich denke, das war schon ein ganz guter Ausflug. Ich möchte nämlich jetzt das hier nochmal woanders hinreißen. Denn Keanu möchte zur Feier des Tages Kian nicht nur ins Reich der Magie einladen und dem das alles so zeigen, sondern er wird ihm jetzt auch sein erstes alkoholisches Getränk ausgeben. Und er nimmt Kian das erste Mal mit in die Bar und es gibt Getränke zum halben Preis. Das ist doch wunderbar. Und beide müssen pieseln. Wir haben hier doch auch ein Klo. Wer muss denn dringen da? Ihr müsst beide gleich dringend. Ah, guck mal hier. Ich habe doch sogar zwei Toiletten platziert. Dann könnt ihr beide einmal schnell aufs Klo huschen. Das finde ich sehr, sehr schön. Oh, herrlich. Und dann wird Keanu Getränk bestellen. Getränk für die Gruppe bestellen. Ich liebe das so sehr. So was richtig Schönes. Saft on the Rocks. Das klingt schon so schön rockig. Und oh, ja, das wird er definitiv für sich und für Kian bestellen. Vater des Jahres, oder? Es ist halt auch die Frage, wo ich mir auch selber noch nicht so ganz einig bin. Verhält sich Keanu wie ein Vater Kian gegenüber oder verhält er sich dann eher wie sein Ausbilder? Weil ich finde, beides passt ziemlich gut. Und ich glaube, Keanu weiß noch nicht, welche Art von Vater er sein möchte. Könnt mir auch gerne mal eure Ideen in die Kommentare schreiben, was ihr so dazu denkt. Guck mal, das sind unsere Getränke. Alter, die hat unser Getränk genommen! Die hat unser Getränk genommen, die Sau. Na toll, jetzt hat er kein Getränk mehr. Gib uns unser Getränk. Weg zurücksetzen. So. Das ist unser Getränk, danke. Pack das Handy weg hier, du bist mit deinem Vater unterwegs. Nimm es dir, bevor es jemand schnappt. Perfekt, perfekt. Guck mal, jetzt kannst du dich hier hinsetzen. Das ist unser Stuhl. Alter. Und jetzt sitzen die hier und trinken zusammen ein. Ich fasse es nicht. Also die stört mich hier gerade. Die muss weggehen. Ich find's so cool. Und Kian wird einfach noch sagen, so Bewunderung ausdrücken. Ich hätte gerne, dass du ihm die Bewunderung ausdrückst. Ja. Nach Tag fragen. Ich find das so cool. Und Kian guckt ihn halt auch immer so an. Ist es, Papa, ich möchte Papa stolz machen. Und, oh, großartig. Beste Freunde werden. Das fände ich auch schön irgendwie. Kennenlernen. Hast du hier irgendwelche Wünsche? Mitten einen verrückten Plan vorschlagen? Multiplayer und Stereoanlage kaufen. Okay. Respekt zeigen. Oh ja. Das würdest du definitiv machen. June. Nicht June. Das ist die Mutter von June. Helena. Helena, hi. Die hat sich ja von Maurice scheiden lassen. Du musst schon wieder pinkeln? Ich dachte, du warst gerade. War Keanu nicht gerade pinkeln? Und Kian stolziert voll stolz hier vorweg. Das machst du gut. Du siehst aber auch gut aus. Gerade wenn du dann irgendwie noch einen Bart kriegst und so, wenn du dann noch ein bisschen erwachsener aussiehst. Oh. Ich glaube, er wird viele, viele Frauenherzen brechen. Und ich habe dir Partylöwe gegeben. Der Partylöwe, Serienromantiker, das passt irgendwie alles ganz gut. Er kommt halt auch einfach sehr nach seinem Vater. Es hat ja jemand auch geschrieben in den Kommentaren, dass es auch sein kann, dass Kian sich so ein bisschen das wünscht, was Kalia hat, so eine funktionierende Beziehung und deswegen nicht so der Frauenheld wird, sondern wirklich an einer ernsten Beziehung interessiert ist, aber ich glaube nicht. Er ist einfach so Daddy's Boy und möchte einfach seinem Vater gefallen, dass er Keanu natürlich auch sehr nacheifert. Schön, dass du jetzt pinkeln gehst. Das freut mich. Er ist so müde. Ja, die haben fast die ganze Nacht durchgemacht, ne? Hatten wir hier noch einen Wunschbrunnen? Oh, geil. Gabe da bringen. Wir machen mal so eine richtig schöne, fette Gabe und dann wünschen wir uns irgendeine Fähigkeit. Das fände ich sehr, sehr cool. Vielleicht haben wir ja dann sogar irgendwas auf Maximum oder so. Alter, diese blöden Aktionspläne. Jetzt lass mich doch mal damit in Ruhe. Wird zu 99% einen Wunsch erfüllen. Okay, Gabe darbringen. Nee, nicht Gabe darbringen. Sich etwas wünschen. Bessere Noten, Zufriedenheit, Simoleon, Romantik, jugendliche Kraft, Fähigkeit. Wir wünschen uns eine Fähigkeit.
Nee, du willst jetzt nicht mit Laurent plaudern. Neuling, Lehrling, Neuling. Er ist einfach schon ein Neuling. Und bald Gehilfe. Also ich glaube, Keanu wird ihn richtig schön hochpushen. Das kriegt er schnell voll hier alles. Ich denke auf jeden Fall schon. Und was kriegst du? Ja, es funktioniert. Was kriegst du? Nein, er muss dafür arbeiten. Nein! Nein, wir wollten doch eine Fähigkeit haben. Und jetzt haben wir nur einen Boost gekriegt, der auch nur 4 Stunden anhält. Das ist ja wohl ein Witz. Das war so nicht geplant. Dann tanz mal. Ihr tanzt einfach mal ein bisschen. Was machst du? Ach, Keanu. Das ist nicht dein Ernst. Ich würde dir auch was wünschen. Romantik wünschen, Zufriedenheit, jugendliche Kraft, Simoleon. Klar, wünsch dir mal Simoleon. Keanu hat jetzt einiges Geld in seine Tochter investiert, indem er ihr eine Wohnung gemietet hat und ihr so ein Starterbudget gegeben hat. So, minus 1. Und was kriegen wir? Das. Wow! Danke, Keule. Das lief doch sehr gut. Kannst du mit irgendjemandem Techtelmechtel machen? Nee, schade. Aber du kannst das hier mal anzünden. Das fände ich ganz gut. Hat zufällig irgendjemand gegrillt? Natürlich hat keiner gegrillt. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Die können auch einfach nach Hause fahren und sich eine Pizza bestellen. Komm. Wir bestellen uns jetzt zu Hause Pizza. Kian ist einfach fix und alle. Guck mal, du darfst hier ein Nickerchen machen. Dein Papa steht mal auf, bitte. Du bestellst jetzt mal eine Pizza. Ich weiß, da steht hier was, aber das ist sowieso gammelig. Okay. Dann gibt's jetzt Lieferdienst. Pizzaservice. Oh, was für eine Pizza wollen wir haben? Kanadische Speckpizza, Kebabpizza, Zuckermaispizza, Kebabpizza. Ich glaube, Kebabpizza. Dann können wir das Kram hier mal wegpacken. Zack. Oh Gott, das muss ja dringend aufgeräumt werden. Möchtest du vielleicht eine Haushaltshilfe engagieren? Ich glaube, das wäre auch etwas, was Keanu machen würde. So, Megan ist nicht mehr da. Ich hätte gern eine Reinigungsfachkraft, die regelmäßig vorbeikommt und mir die Wohnung ein bisschen sauber hält. Wobei, Keanu ist mittlerweile arbeitslos. Also, eigentlich ist es total... Also, ich sag mal so, er hätte die Zeit, das zu machen. Verkauf mal bitte alles hier. Drachenfrüchte verkaufen. Alles verkaufen. Kann ich hier nicht auf alles verkaufen gehen? Hier, alles verkaufen. Guck mal. Keanu hat doch keine Ahnung von Gärten. Das hat immer Keto gemacht, Kalani oder Megan. Aber er war doch noch nie im Garten. Kriegen wir jetzt unsere Pizza? Hallo? Wir haben Pizza bestellt. Wo ist unsere Pizza? Hallo, ihr wollt Pizza? Ist ja verrückt. Kebab-Pizza. Haben wir jetzt den Lieferservice verpasst, indem wir zu lange im Garten waren? Kann das sein? Keanu ist so müde. Deine Pizza ist unterwegs. Sie wird bald angekommen. Ja, ich hoffe. Warte schon die ganze Zeit auf die Pizza. Hallo? Okay, Keanu, du darfst schon mal ins Bett gehen und ich halte Ausschau, dass der Pizzaservice kommt und uns endlich die Pizza bringt. Da ist die Pizza. Keanu, nimmst du die Pizza? No, 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 no. Nimmst du die Pizza bitte einmal an? Pizza nehmen. Oh ja, ich kann verstehen, dass du keinen Bock hast, hier in der Kälte draußen rumzulaufen, Rex. Ich kann es gut verstehen. Oh, Keanu freut sich. Endlich Pizza! Dankeschön. Können wir den Trinkgeld geben? Guck mal, Trinkgeld geben. Da ist er nett. Er ist nur so gönnerhaft und gibt mal Trinkgeld. Das ist ja cool. Danke. Bitteschön. Das ist ja cool. Das finde ich cool. Dann können wir das hier auf den Tisch legen. Guck mal, Kian, dann kannst du mal zum Essen rufen. Und steck deine Hausaufgaben ein. Was für ein aufregender Tag, oder? Das sind noch diese ganz kleinen, feinen Sommersprossen, die ich meine. Ich hoffe, die erkennt man jetzt gut, weil jetzt habe ich hoffentlich wieder eine bessere Qualität als letzte Woche. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet bei Kian, ob wir die Thief Challenge mit ihm spielen oder die Black Widow Challenge. Bei Black Widow, dann wäre er quasi ein Mörder. Oder wollt ihr ihn nicht ganz so böse haben und dann machen wir nur die Thief Challenge, dann ist er quasi so ein Kleinkrimineller, wie Keanu das auch ist. Weil Keanu hat zwar schon... Oh, süß! Hat zwar schon so Körperverletzungen und so auf der Karte. Aber Keanu hat noch niemanden umgebracht.
Auch wenn er Kalanis-Mörder gerne umgebracht hätte. Die verstehen sich auch einfach so gut. Die essen jetzt einfach zusammen Pizza. Das ist wesentlich harmonischer, als ich dachte. Weil ich dachte, die zicken sich irgendwie zwischendurch mal an, weil Kian sagt so, nee, eng mich nicht so ein und Keanu so hohe Ansprüche an ihn hat. Aber gar nicht, das ist voll friedlich. Ich werde dich jetzt erstmal aufessen lassen, dann werde ich sie ins Bett schicken und dann werde ich die Folge, glaube ich, an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand sie voll schön. Ich liebe ja auch das Reich der Magie-Pack, Gameplay-Pack. Und hab's auch schon vermisst, weil Keanu ist natürlich schon ein ausgebildeter Magier und wenn wir jetzt Kian auch so da reinbringen können, ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Ich liebe die Story dahinter und Kalina ist natürlich auch nicht vergessen, die wird weiterhin gesucht, aber ich dachte, wir gucken mal wieder bei Keanu und Keanus Familie rein, was die da so machen und ja, bin super gespannt auf eure Kommentare, auf eure Ideen, wenn ihr irgendwie Ideen für die Sims habt. Gerne rein in die Kommentare geschrieben und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Mua. Tschüss.